Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! In dieser Legislaturperiode unternehmen wir eine Reihe zentraler Schritte, um die Pflege in Deutschland zum Wohle der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen, der Pflegekräfte in unserem Land zu stärken. Am 1. Januar des nächsten Jahres tritt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Damit erhalten demenziell erkrankte Menschen erstmals gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Dieser Schritt hin zu mehr Leistungsverbesserung in der Pflege setzt voraus, dass wir noch mehr Menschen dafür gewinnen, diese unverzichtbare, diese wertvolle Arbeit in der Pflege zu tun. Und deswegen haben wir eine Reihe von Schritten bereits unternommen, die darauf zielen, die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört, dass die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit der Auflage verbunden ist, in diesem Jahr die Personalschlüssel für die Pflegeeinrichtungen neu zu verhandeln. Dazu gehört die rechtliche Absicherung der Zahlung von Tariflöhnen. Dazu gehört die deutliche Entbürokratisierung in der Pflegedokumentation. Und dazu gehören schließlich 20.000 zusätzliche Betreuungskräfte, die die Arbeit der Pflegekräfte ergänzen, ich sage aber auch sehr deutlich, niemals ersetzen dürfen. Und mit dem Pflegeberufsgesetz, das wir heute gemeinsam, Kollegin Schwesig und ich, in enger Zusammenarbeit auch mit Vertretern der Bundesländer erarbeitet vorlegen, gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern und so dafür Sorge zu tragen, dass wir den Bedarf, den wachsenden Bedarf an Pflegekräften, dass wir dem auch nachkommen können. Wir greifen, wie beim Pflegebedürftigkeitsbegriff, über den wir 10 Jahre diskutiert haben und dann ist er umgesetzt worden, greifen wir mit der Einführung der sogenannten Generalistik, der Zusammenführung von Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege bei klarer Schwerpunktsetzung in einem Tätigkeitsfeld, greifen wir ebenfalls eine Diskussion auf, die über 10 Jahre andauert und die keine theoretische Diskussion war, sondern mit einer Fülle von Modellvorhaben zur Erprobung dieser Ausbildung verbunden war. Ich darf daran erinnern, im November 2009 hat im schönen Berchtesgaden auf Antrag aller Länder die Arbeits- und Sozialministerkonferenz einstimmig beschlossen, dem ebenfalls bereits einstimmigen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz sich anzuschließen, ich zitiere, alsbald mit den Ländern abgestimmte Vorschläge zur Zusammenführung der Pflegeausbildung zu machen. Alsbald. Mancher tut ja plötzlich so, als würde hier was übers Knie gebrochen. 10 Jahre diskutieren wir, erproben wir, gibt es Forderungen aus der Pflegewissenschaft. Jetzt wollen wir es gemeinsam angehen. Und worum geht es? Es geht darum, dass die Ausbildung zukünftig noch stärker sich wandelnden Anforderungen an den Arbeitsplätzen Rechnung trägt. Da ist die Situation in unseren Krankenhäusern mit einer zunehmenden Zahl auch demenziell Erkrankter, chronisch Kranker, pflegebedürftiger Patientinnen und Patienten. Das erfordert auch altenpflegerisches Know-how. Da ist die Situation in den Pflegeeinrichtungen mit mehr und mehr auch Mehrfacherkrankten, chronisch Erkrankten. Wir haben vor einigen Wochen die palliative Situation in der Pflegeeinrichtung diskutiert und dazu Beschlüsse gefasst. Dies verlangt in der Altenpflege mehr und mehr auch krankenpflegerisches Know-how. Und dann geht es auch, das verhehle ich nicht, auch im Ringen um mehr Arbeitsplätze, mehr Fachkräfte in diesem Bereich, die Berufs- und Weiterentwicklungsperspektiven für diejenigen, die in der Pflege sind, Aufstiegsmöglichkeiten zu verbessern. Nicht zu sagen, das wird festgelegt nach dem 10. Schuljahr und dann gibt es nur noch wenig Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Auch das kann einen Beitrag dazu leisten, mehr Menschen zu gewinnen für diese Tätigkeit. Ich freue mich, dass gestern beispielsweise das Diakonische Werk, einer der größten Arbeitgeber in diesem Bereich, ausdrücklich zu unserer Reform gesagt hat, zu diesem Reformvorschlag, dass sie davon überzeugt sein, Zitat, dass wir durch die Reform viele Menschen für die Arbeit in der Pflege gewinnen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Zitat Ende. Es ist die Überzeugung, neulich eine kraftvolle Demonstration im Rahmen des Deutschen Pflegetages, dass dies diesen Beruf attraktiver macht. Und wir wissen, eine solch deutliche Umstellung ist auch mit Fragen verbunden. Denen können wir uns im parlamentarischen Verfahren weiß Gott stellen. Ich glaube, auch mit der Vorlage der Eckpunkte in der Ausbildungsverordnung können wir bereits einiges deutlich machen.
Aber ich möchte doch angesichts so mancher Polemik auch der letzten Woche, etwa aus dem Bereich der privaten Arbeitgeber, auch in Person zu Herrn Laumann und mir, einmal zitieren aus einer Pressemitteilung des Bundesverbands privater Anbieter, 3. Juli 2009. Die hatte die Überschrift Pflegeausbildung zusammenführen. Die Erfahrung aus den nunmehr abgeschlossenen Pflegeausbildungsmodellen sollten zeitnah in einen Reformprozess einmünden. Das Modellvorhaben Pflegeausbildung in Bewegung hat deutlich gezeigt, dass es keine Hindernisse für eine Zusammenführung der Pflegeausbildung gibt. Aus Sicht des BPA, der an der Durchführung der Modelle aktiv beteiligt war, hat eine bundesweite Reform der Pflegeausbildung höchste Priorität. 2009 dieselben, die jetzt sagen, das geht allerdings gar nicht. Das war damals der Blick auf die Modelle. Mir ist wichtig, und das macht die Eckpunkte der Ausbildungsverordnung deutlich. Wir werden in der praktischen Ausbildung sicherstellen, dadurch, dass über die Hälfte der 2.500 Praxisstunden im Vertiefungsansatz geleistet werden kann, also beispielsweise in der Kinderkrankenpflege, der Alten, der Langzeitpflege, dass die praktische Ausbildung genau in gleicher Weise für das zukünftige Tätigkeitsfeld qualifiziert wie die bisherige Ausbildung in den einzelnen Gängen, dass aber eben es mit mehr Möglichkeiten durch ein gemeinsames Berufsbild verbunden ist. Wir haben in den Modellprojekten gesehen, wie wichtige Lerninhalte sich heute längst überschneiden. Ich könnte beispielsweise Fragen der Anatomie, der Hygiene, der ethische, rechtliche Fragen, der Wundbehandlung, vieles andere mehr nennen, was gezeigt hat, da gibt es ein großes Maß an Gemeinsamkeit, und dies integriert zu unterrichten und gleichzeitig dann einen Vertiefungseinsatz in der Praxis zu ermöglichen, ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Nun weiß ich auch, dass es Diskussionen gegeben hat, schafft ihr damit die Möglichkeit, gerade auch im Hinblick auf die Altenpflege, dass auch Hauptschülerinnen und Hauptschüler diesen Weg gehen. Und da sage ich sehr deutlich, dies geschieht heute in großer Weise, und das unterscheidet übrigens die Möglichkeiten der Ausbildung im Pflegebereich dadurch, dass viele schon nach der 9. Klasse Hauptschülerinnen und Hauptschüler über die Pflegeassistentenausbildung hineinkommen in den Beruf, mehr Erfahrung, mehr Freude dort an dieser auch beruflichen Weiterbildungsmöglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit entdecken und sich dann erfolgreich zur Fachkraft ausbilden lassen. Aber wir halten ausdrücklich fest daran, dass auch das 10. Hauptschuljahr befähigt zum Eintritt in die Fachkraftausbildung. Und mit Verlaub, bisher war diese Regelung befristet. Sie wird jetzt entfristet. Wir behindern nicht Hauptschüler, sondern wir erleichtern dauerhaft den Zugang in diese Ausbildung. Aber eins sei an dieser Stelle mir auch gestattet, deutlich zu sagen: Den Ausbildungsinhalt, sonst tun wir den jungen Leuten auch keinen Gefallen, bestimmen die Anforderungen des zukünftigen Arbeitsplatzes. Meine Damen, meine Herren, das, was selbstverständlich für junge Menschen gilt, die wir dafür ausbilden, dass sie ein Auto reparieren, dass wir sagen, eure Ausbildung muss sich an dem orientieren, was ihr morgen in der Werkstatt oder im Produktionsbetrieb können müsst. Das muss doch erst recht gelten, wenn es nicht ums Auto reparieren, sondern ums Menschenpflegen geht. Also dann muss doch klar sein, die Ausbildungsinhalte werden bestimmt von dem, was morgen im Ausbildungsberuf auch erforderlich ist. Wir werden ergänzen eine starke Berufsausbildung durch die Möglichkeit der Akademisierung. Ich bin der Überzeugung, das Rückgrat der Berufsausbildung bleibt eine starke Modernisierung der Berufsausbildung. Das ist gut. Das entspricht unseren Erfahrungen mit einer Ausbildung in Praxis und Theorie. Das ist in anderen Ländern anders. Und den ständigen Mahnungen aus Europa, man möge jetzt doch mal alles akademisieren, tritt man am besten mit einer glaubwürdigen Modernisierung der Berufsausbildung entgegen, meine Damen, meine Herren, die dann Ergänzung erfährt, dadurch, dass für Leitungsaufgaben, für Lehraufgaben, für den Transfer von pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis eine ergänzende Akademisierung tritt. Wir haben eine große Diskussion geführt in der Pflegewissenschaft. Wir haben sie geführt mit vielen Verbänden. Und wir werden die Fragen, die Ausbildungsorte haben, auch die Unsicherheiten, die mancher, der fragt, was heißt das eigentlich für meine bisherige Ausbildung, wenn ihr sagt, da muss etwas reformiert werden, denen werden wir uns im parlamentarischen Verfahren intensiv stellen können.
Ich weiß, und die Fragestunde hat das ja deutlich gemacht, dass das für alle Fraktionen gilt, dass wir intensiv dies diskutieren werden. Ich bin überzeugt, der heute vorgelegte Gesetzentwurf, die Eckpunkte der Ausbildungsverordnung, die wir ja parallel zum Verfahren weiterentwickeln können, sind eine gute Grundlage, die anstehende Diskussion so zu führen, dass wir am Ende gemeinsam mit einer Modernisierung der Pflegeberufsausbildung die Pflege in Deutschland weiter ein gutes Stück gemeinsam stärken. Herzlichen Dank. Hermann Gröhe, der Bundesgesundheitsminister, mit seinen Einlassungen zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Pflegeberufe. Es sollen ja die Ausbildungsgänge für die Altenpflege, die Krankenpflege und die Kinderkrankenpflege zusammengelegt werden. Nächste Rednerin für die Linksfraktion, Pia Zimmermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Gröhe, wir stimmen mit Ihnen sowie mit den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden und auch mit den Gewerkschaften überein, dass die Aufwertung der Pflegeberufe schon lange überfällig ist. Und es ist gut, dass auch Sie das endlich erkannt haben. Nicht gut ist allerdings, dass Sie uns jetzt versuchen, weiszumachen, dass Ihr Gesetz zur Reform der Pflegeberufe diese Aufwertung auch wirklich vornimmt. Ihr Vorschlag ist schlicht ein Schmalspurgesetz, das den Herausforderungen der Pflegeberufe überhaupt nicht gerecht wird. Wissen Sie, bevor man sich entscheidet, einen Beruf zu erlernen, schaut man sich doch die Arbeitsbedingungen an. Man guckt mal, ist das ein Beruf für mich? Werde ich in dem Beruf Spaß haben? Werde ich den Beruf lange ausüben können, womöglich bis zum Ende des Berufslebens? So, und ich finde, Sie sollten sich mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, über die heutigen Arbeitsbedingungen in den Pflegebereichen. Meine Herren Röhl und Laumann, hätten Sie derart schlechte Arbeitsbedingungen in Ihrem Ministerium wie manch eine Pflegekraft, ich glaube, Sie hätten schon lange hingeschmissen. Umso mehr geht mein gesamter Respekt allen Pflegekräften in diesem Land. Meine Damen und Herren, wir meinen, eine gewisse Zusammenlegung der Pflegeberufe macht durchaus Sinn und entspricht natürlich auch dem aktuellen Stand der Pflegewissenschaften. Und deshalb wollen wir eine integrierte Ausbildung mit einer zweijährigen gemeinsamen Grundausbildung mit anschließender einjähriger Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pflege, in der Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege. Und dafür braucht es eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die zukunftsgerecht ist und sich den aktuellen Herausforderungen in der Pflege stellt und die nach dem Berufsabschluss auch eine Berufsfähigkeit sicherstellt. Das setzt aber gute Arbeitsbedingungen im gesamten Pflegebereich voraus, meine Damen und Herren. Und der erste und richtige Schritt wäre eine bundesweit einheitliche Personalbemessung. Sonst besteht nämlich weiterhin die Gefahr, dass die praktische Ausbildung infolge von Personalmangel leidet und Auszubildende wie heute schon viel zu oft als günstige Arbeitskräfte eingesetzt werden. Und bessere Arbeitsbedingungen bedeuten auch gute Löhne. Insbesondere in der Altenpflege haben wir da einen riesigen Nachholbedarf. Gerade vor dem Hintergrund Ihres generalistischen Gedankens ist das von hoher Bedeutung. Denn sonst wird am Ende die Altenpflege der große Verlierer Ihrer Reform sein. Aber auch ein attraktives Arbeitsumfeld mit verlässlichen Dienstplänen und genügend freie Tage tragen zur Pflegequalität bei. Und ohne diesen Paradigmenwechsel treten Sie, Herr Minister Gröhe, in Fragen der Aufwertung der Pflege auf der Stelle. Und das, meine Damen und Herren, ist mit uns nicht zu machen. Und Herr Gröhe, es besorgt mich sehr, dass Sie das eigentlich alles wissen und trotzdem auf eine Schmalspurausbildung setzen und flexibel einsetzbare Pflegekräfte setzen und nicht auf die Spezialisierung. Qualität und Qualitätssteigerung in der Pflege sieht Ihr Entwurf jedenfalls nicht vor. Und das will ich den Menschen in diesem Land ganz klar sagen. Sie ignorieren die eigentlichen Probleme und machen Politik auf dem Rücken der Beschäftigten, auf dem Rücken der Menschen mit Pflegebedarf sowie ihrer Angehörigen. Und wer das nicht glaubt, der sollte doch einfach mal in die Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung hineinschauen. Die Ausbildungsinhalte werden dort nahezu überhaupt nicht beschrieben. Und, meine Damen und Herren, das macht doch Ihre Situation noch einmal deutlich. Sie wissen gar nicht ganz genau, wie Sie Ihre
vielbeschworene Generalistik ausgestalten wollen. Wir Abgeordneten sollen von Ihnen die Katze im Sack kaufen, denn es bleibt unklar, ob durch Ihre neue Ausbildung tatsächlich eine qualitativ hinreichende Berufsfähigkeit hergestellt werden kann. Umso erfreuter war ich natürlich, als ich mir die Empfehlung des Bundesrates angeschaut habe, denn er hat Ihnen sehr gute Hinweise mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel, dass Pflegeschulen nicht zum Abschluss von Ausbildungsverträgen ermächtigt werden können, wie es Ihr Entwurf vorsieht. Und das geht einher mit der Klarstellung, dass Auszubildende während der gesamten Ausbildungszeit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes sind und keine Schüler. Denn Mitbestimmung sichert Ausbildungsqualität. Und er fordert Sie auf, eine vollumfänglich gerechte, gemeinsame und einheitliche Finanzierung der neuen Pflegeausbildung sicherzustellen. Das bedeutet, dass die Eigenanteile für die Menschen mit Pflegebedarf nicht weiter steigen. Und das begrüßen meine Fraktion und ich sehr. Herr Minister Gröhe, hören Sie auf die Alarmsignale aus dem Bundesrat, der Sie auffordert, das Inkrafttreten Ihrer Reform um ein Jahr zu verschieben. Somit wäre mehr Zeit, um einen Entwurf vorzulegen, der die Pflegeberufe ernsthaft aufwerten will. Meine Damen und Herren, ich kann nur eindringlich dafür appellieren, den Blindflug in einem so sensiblen Politikbereich wie den der Pflege endlich zu stoppen. Nehmen Sie die Pflegeausbildungsreform ernst und setzen Sie an den wirklichen Problemen an. Eine Schmalspurausbildung jedenfalls ist nicht der Weg, um die Pflege zukunftsfest zu machen. Und darum wird es von der Linken keine Zustimmung zu ihrer Generalisierung geben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Pia Zimmermann war das, die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion, die heute auch noch mal betont hat, dass ein Kernproblem in den ganzen Pflegeberufsbereichen ja die personelle Ausstattung sei und nicht allein die Ausbildung. Nächste Rednerin, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Elke Ferner. Sowohl in den Ländern, mit den Ländern, auch mit den Fachpolitikern und Fachpolitikerinnen auf der Bundesebene, mit Wohlfahrtsverbänden, mit Anbietern in der Pflege, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, legen wir heute ein Gesetz vor für die Neuordnung der Pflegeberufe. Und das ist alles andere als ein Schmalspurgesetz, Frau Kollegin Zimmermann. Wir sind mitten im demografischen Wandel und wir wissen, dass die Zahl der älteren und pflegebedürftigen Menschen steigt. Und wir wissen auch, dass wir mehr Menschen gewinnen müssen, in den Pflegeberuf einzusteigen, und zwar in allen Bereichen, in der Krankenpflege, in der Kinderkrankenpflege, aber auch und besonders in der Altenpflege. Und der Pflegeberuf ist ein Frauenberuf, ein sogenannter Frauenberuf. 81% der Beschäftigten in den Krankenhäusern im Pflegebereich sind Frauen, in den Pflegeheimen 85% und in den ambulanten Pflegediensten 87%. Also wir reden hier auch über einen Beruf, der überwiegend von Frauen ausgeübt wird, für den sich Frauen entscheiden und wo wir auch gute Arbeitsbedingungen brauchen. Und im Gegensatz zu dem, was Frau Zimmermann eben an die Wand gemalt hat, sage ich, das Gesetz macht die Pflegeausbildung attraktiv und trägt auch mit dazu bei, diese Berufe aufzuwerten. Es ist ja immer die Frage von Henne und Ei. Jetzt kann ich sagen wie Sie, wir machen jetzt erstmal hier alle Bedingungen so, wie sie eigentlich sein sollten, aber wir ändern an den Ausbildungsinhalten so lange nicht, bis das erreicht ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, andersherum wird ein Schuh daraus. Weil wir jetzt eben die Pflegeausbildung verbessern, weil wir sie attraktiver machen, weil wir Menschen auch nicht mehr ein Leben lang auf einen Beruf festlegen, weil wir auch die Möglichkeit des Wechsels innerhalb der drei Sparten erleichtern mit dieser Ausbildung. Deshalb machen wir auch den Beruf attraktiver. Ich bin nicht mehr gezwungen, mein ganzes Leben lang in der Altenpflegeausbildung zu arbeiten. Und dafür kann ich mich vielleicht auch dann am Anfang leichter dafür entscheiden, gerade in diesen Beruf zu gehen, weil ich weiß, meine Ausbildung ist nicht für die Katz gewesen, sondern ich kann sie nachher auch noch nutzen in der Krankenpflege oder der Kinderkrankenpflege. Das ist doch ein Riesenfortschritt. Und es ist natürlich auch so, dass die Versorgungsstrukturen sich ändern.
Wir werden gerade in der Altenpflege viel mehr an ambulanter Pflege haben in der Zukunft, auch an Erfordernis, weil die Menschen das auch wollen. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass die pflegebedürftigen Menschen kränker sind, multimorbid, wie das in der Fachsprache heißt, und dass auf der anderen Seite Menschen, die ins Krankenhaus kommen, älter sind und auch altenpflegerischen Unterstützungsbedarf haben. Und genau auf diese Anforderung reagiert diese Pflegeberufsausbildung. Wir haben weiterhin die Situation, dass wir hier eine Ausbildung anbieten, die auch attraktiv ist, was die Durchlässigkeit angeht. Ich kenne keine andere Ausbildung, wo man sozusagen mit dem Hauptschulabschluss am Ende auch eine Hochschulausbildung noch dranhängen kann, durchgängig. Das ist, finde ich, wirklich großartig, was die Frage der Durchlässigkeit angeht. Für die Altenpflege, in der Altenpflege haben wir das ja schon gehabt mit der Hilfsausbildung und der Fachkraftausbildung. Und das Gute ist, dass eben das, was man in der Helferausbildung gemacht hat, auch nicht umsonst war, sondern dass es eben auch anerkannt wird, wenn es eben in die weitere Ausbildung hineingeht. Frau Staatssekretärin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Zimmermann? Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich wollte noch mal klarstellen, es sind ja zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine trägt natürlich zur Attraktivität der Pflegeberufe bei, wenn man die Arbeitsbedingungen und auch die Bezahlung verbessert. Die Ausbildung ist eine andere Sache. Die Ausbildung, wir wollen ja erreichen, dass viele Menschen in die Ausbildung gehen. Und meine Frage ist, wenn Sie auch von Durchlässigkeit sprechen, wo soll denn die Qualifizierung stattfinden? Das sagen Sie nämlich nicht in Ihrem Entwurf. Die Vermutung ist ja, dass es eine dreijährige Ausbildung gibt, eine gemeinsame, und dass es dann den Auszubildenden und dann den Menschen im Beruf überlassen ist, die Qualifizierung selber vorzunehmen. Und ich finde, das ist im Bereich, das haben wir schon zu viel in den Bereichen der sozialen und der pflegenden Berufe, dass da noch was hinten angestellt wird. Und meine Frage ist tatsächlich, meinen Sie denn wirklich, dass die Pflege am Anfang des Lebens genau gleichzusetzen ist mit der Pflege am Ende des Lebens? Also ich denke, da werden doch spezielle Anforderungen und ein spezieller Arbeitseinsatz gefordert. Dem werden Sie aber in Ihrer dreijährigen generalistischen Berufsausbildung meines Erachtens nicht gerecht. Wir haben jetzt vorgelegt zum 1. März Eckpunkte für die zugehörige Verordnung, die wir auch noch sehr intensiv mit den Ländern, mit Fachleuten aus der Pflege, aus allen Bereichen der Pflege zu erörtern haben. Und darin ist ganz klar geregelt, dass es eben einen Teil gibt der Ausbildung, die gemeinsam erfolgt, wo alle dasselbe lernen und auf der anderen Seite eben aber auch im Vertiefungsschwerpunkt in der Praxis, aber auch in der Theorie Fähigkeiten erworben werden, die in der Kinderkrankenpflege, in der Krankenpflege oder in der Altenpflege gebraucht werden. Der Unterschied zwischen der sogenannten generalistischen Ausbildung, wie wir sie jetzt vorschlagen, mit Vertiefungsschwerpunkt, und der Stufenausbildung, die Sie eher favorisieren, ist, dass wir sozusagen einen Abschluss haben, wo man in jedem Bereich arbeiten kann, wo es aber Vertiefungsschwerpunkte gibt. Während Sie eine spezialisierte Ausbildung haben, Sie haben einen Baukasten, quasi eine Art Grundausbildung für alle und dann drei Kästen obendrauf, wo ich dann eben aber wiederum auf den einen Beruf festgelegt bin. Das ist der Unterschied. Und natürlich, das ist wie in jedem anderen Beruf übrigens auch, wenn ich als OP-Schwester arbeiten will, oder auf der Frühgeborenenstation arbeiten will, dann brauche ich ohnehin auch heute schon noch zusätzliche Ausbildung. Das hat jetzt mit dieser Pflegeausbildung überhaupt nichts zu tun. Das wird auch in Zukunft so sein. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen. Wir werden das Schulgeld abschaffen, was es in dem einen oder anderen Bundesland noch gibt. Und das ist gerade aus Frauensicht besonders wichtig. Wir haben ja die Situation, dass gerade die Frauen in den sozialen Berufen eher in eher verschulten Ausbildungsgängen sind, wo man teilweise auch noch Schulgeld bezahlen muss und an anderer Stelle, das ist jetzt in der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege nicht so, auch keine Ausbildungsvergütung bekommt. Mit der Abschaffung des Schulgeldes machen wir diesen Beruf auch attraktiver und wir setzen vor allen Dingen die Finanzierung der Pflegeausbildung auf eine vernünftige Basis. Sie wird öffentlich und von den Anbietern finanziert und das ist gut so und ein wichtiger Fortschritt. Wir haben
Natürlich auch zu sehen, dass es Unterschiede gibt in der Bezahlung auch zwischen den Pflegeberufen. Die Altenpflegefachkraft verdient im Schnitt fast 20% weniger als die Pflegefachkraft im Krankenhaus. Jetzt sagen Sie, diejenigen, die sich mit dem Verband der privaten Anbieter gemeinsam gegen diese Pflegeausbildung aussprechen, die Altenpflege verliert. Man muss sich, glaube ich, auch aufpassen, mit wem man sich verbündet in der Frage, weil es vielleicht ganz andere Interessenslagen gibt. Ich glaube, dass genau andersherum ein Schuh daraus wird. Wir werden alle, und zwar Jahr für Jahr, schon seit den letzten 2-3 Jahren, haben wir die Situation, dass auf dem Arbeitsmarkt insgesamt Fachkräfte fehlen. Das heißt also auch, die Pflege insgesamt konkurriert mit Berufen wie im Bankenbereich, im Verwaltungsbereich und in anderen Bereichen mit deutlich besseren Arbeitszeiten, attraktiveren Arbeitszeiten und auch möglicherweise in Teilen, zumindest im Bankenbereich, attraktiverer Bezahlung. Und genauso wird das zwischen Altenpflege und Krankenpflege auch sein. Und natürlich wird es auch dazu führen, dass gerade da, wo am schlechtesten bezahlt wird in der Altenpflege, nämlich bei den privaten Anbietern, damit auch die Gehälter steigen müssen, damit eben auch dort genügend Fachkräfte akquiriert werden können. Und insofern muss ich sagen, sind das teilweise schon ziemlich merkwürdige Koalitionen, die sich jetzt finden, wenn es darum geht, diese Reform der Pflegeausbildung zu kritisieren. Ich möchte noch einen anderen Aspekt in die Debatte einführen. Wir haben heute auch noch eine Veranstaltung zum Equal Pay Day, der morgen ist. Und ein Grund für die große Lohndifferenz von jetzt 21% dank Mindestlohn und nicht mehr 22% ist natürlich auch, dass die gleichwertige Arbeit noch lange nicht gleichwertig bezahlt wird. Und das trifft leider immer noch die Berufe, die vorwiegend von Frauen. Ja, wir können das, wissen Sie doch genauso gut wie ich, dass wir nicht in dem Pflegeausbildungsgesetz regeln können, wie die Bezahlung dafür ist. Aber wir werden damit, weil wir eben die Möglichkeiten verbreitern für die Beschäftigten mit einer Ausbildung, mit der man mehr anfangen kann als mit der vorherigen Ausbildung, werden wir auch die Frage der Bezahlung auf die Arbeitgeberseite einen Druck ausüben können. Und die Gewerkschaften werden das auch nutzen und werden dafür sorgen, dass da bessere Tarifabschlüsse stattfinden. Aber ich glaube, wir müssen generell auch darüber reden, wie soziale Berufe bewertet werden. Warum ist das Heben von Steinen mehr wert als das Heben von Menschen? Das regeln wir aber nicht in diesem Gesetz, aber wir regeln es natürlich auch in dem Gesetz, was noch vor uns liegt, nämlich dem Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit. Und deshalb glaube ich, dass eine zukunftsfähige Altenpflegeausbildung insgesamt auch sehr gut ist, zumal die Länder sich ja auch alle 16 darauf verständigt haben, dass die Pflegeberufe, ja, es gibt Nuancen, natürlich gibt es sie auch zwischen den Ländern, aber es sind doch eine überschaubare Anzahl, die sich jetzt gegen die konkret vorliegende Pflegeausbildungsreform ausgesprochen haben. Und insofern glaube ich, dass wir hier durchaus in der richtigen Richtung liegen. Ich glaube, wir werden damit mit der Verbesserung der Pflegeausbildung und mit den besseren Möglichkeiten aus Sicht der Beschäftigten, auch für diejenigen, die von den Beschäftigten auch gepflegt werden, verbessern. In den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege. Weil natürlich jetzt auch mehr, weil wir mehr Menschen gewinnen werden für die Pflege. Der Pflegeberuf ist ein Mangelberuf. Wir haben ja jetzt gerade erst wieder die Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres über die Bundesagentur ist ja in einem der letzten Gesetzgebungsverfahren auch noch mal gemacht worden. Und wir werden jetzt zusammen mit dem Gesundheitsministerium, dem Arbeits- und Sozialministerium auch noch mal eine Initiative ergreifen, um sozusagen auch noch mal dafür zu werben, in die Pflegeberufe hineinzugehen. Denn wir haben jetzt in diesem Mangelberuf heute schon Probleme. Und wenn eben mehr Menschen in die Situation kommen, dass sie Unterstützung brauchen, werden wir, wenn wir nicht gegensteuern, noch einen größeren Mangel haben. Also wenn meine Generation in das Alter kommt, wo wir dann den einen oder anderen Unterstützungsbedarf haben. Und insofern bin ich sehr davon überzeugt, dass wir
hier einen sehr guten Vorschlag gemacht haben. Ich möchte mich an der Stelle auch noch mal ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit, auch im Namen von Manuela Schwesig, mit dem Gesundheitsministerium, auch mit den Fraktionen und den Ländern und allen, die da mitgeholfen haben, den Entwurf auf den Weg zu bringen, bedanken und freue mich auf die Debatte, die wir jetzt im parlamentarischen Verfahren vor uns haben. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das wirklich eine gute Sache werden wird und lade die Opposition herzlich ein, konstruktiv mitzudiskutieren. Die Pflegeberufe attraktiver machen, das ist eines der Ansinnen dieses Gesetzentwurfs, über den der Bundestag heute diskutiert. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste und der Verband der Kinderärzte argumentieren indes, dass eine vereinheitliche Ausbildung zu einer Verflachung führen werde, Alten- oder Kinderkrankenpflege, so heißt es, erforderten Spezialkenntnisse. Jetzt in dieser Debatte Elisabeth Scharfenberg für die Grüne Fraktion, Sprecherin für Pflege und Altenpolitik. Nicht nur in der Pflege, sondern in ganz, ganz vielen anderen Berufen. Wir leben in einer hochspezialisierten Gesellschaft und wir leben in einer Gesellschaft, in der sich ständig neue und differenzierte Berufe herausbilden, Berufe, die dann eben auch noch gezielter die Bedarfe decken. Und darauf muss auch eine Reform der Pflegeausbildung reagieren und es ist gut, dass die Bundesregierung dieses wichtige Thema anpackt. Die Frage, die sich stellt, ist nur das Wie. Spezialisierung an allen Orten und in der Pflege, da wird dann jetzt die Spezialisierung abgeschafft. Ganz ehrlich, das verstehe, wer wolle. Und wie passt das in die heutige Zeit, in der der Arbeitsmarkt genau das Gegenteil verlangt? Und genau darauf geben Sie keine Antwort. Es gibt nur unbelegte Behauptungen. Die Generalisierung, die macht die Pflege attraktiver. Die Generalisierung, die lässt die Ausbildungszahlen steigen und die Gehälter in der Altenpflege, die werden gleichziehen mit den Gehältern in der Krankenpflege. Und ehrlich, irgendwie mutiert die Generalisierung hier zur eierlegenden Wollmilchsau. Und sie machen uns weiß, dass sie mit der Generalisierung endlich mal eben alle Probleme der Pflege auf einmal lösen. Und jetzt wird auch noch der Equal Pay Day zu Rate gezogen. Den kriegen sie auch noch in den Griff damit. Meine Damen und Herren, ein Reformprojekt mit dieser Dimension, das sollte sich nicht auf Kaffeesatzleserei verlassen. Und was anderes machen Sie ehrlich gesagt nicht. Mir ist einfach überhaupt nicht klar, Herr Laumann, woher Sie all dieses Wissen, woher Sie alle diese Behauptungen nehmen. Und diese Reform, die passt doch einfach nicht in unsere Arbeitswelt. Jeder von uns, der möchte doch eine gut ausgebildete, eine erfahrene Kinderkrankenschwester am Bett des eigenen Kindes oder des Enkels auch stehen haben. Eine Schwester, die einen Fieberkrampf sehr schnell exakt diagnostizieren kann. Und wir wollen nicht jemanden, der in 3 Jahren von allem ein bisschen was gelernt und gesehen hat. Jemanden, der erst im Beruf durch selbstorganisierte und auch selbstbezahlte Weiterqualifizierung, denn das befürchten wir ja, überhaupt eine Ahnung von der Realität des Berufes bekommt. Pflege von der Wiege bis zur Bahre. Ehrlich, das funktioniert nicht. Jedes Lebensalter, das kennt seine eigenen Krankheiten. Und daran muss sich auch eine Ausbildung ausrichten. Und das ist doch sinnvoll. Kinder, die sind keine kleinen Erwachsenen. Und ältere Menschen, die brauchen etwas ganz anderes als Teenager. Die Pflege an der Wiege, die ist eben etwas anderes als die Pflege an der Bahre. Und wo bleibt zum Beispiel in einer generalisierten Ausbildung das Spezialwissen im Umgang mit dem chronisch kranken Kind und dessen Angehörigen? Was ist mit der Schmerzerkennung bei Demenzkranken? Und wann lernt man etwas über die Kommunikation mit Demenzkranken? Es werden Bildungslücken entstehen und Bildungslücken aufgrund einer Einheitspflegeausbildung. Und das sieht übrigens auch Herr Müntefering als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, der BAX, so. Und erst neulich hat er bei einer Veranstaltung gesagt, er kann der Reform überhaupt nicht folgen. Die Generalistik, die wäre ein Motorwechsel in voller Fahrt. Und da hat er absolut recht. Es ist sehr schade, dass die Kolleginnen und Kollegen hier Herrn Müntefering nicht folgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Mensch, welche Auswirkungen diese Reform in der Praxis haben wird. Es ist nichts belegt. Und trotzdem verhalten Sie sich, Herr Minister Gröhe, so und Herr Laumann,
wie in dem Märchen des Kaisers neue Kleider. Ich sehe sie staunend stehen und sie loben das vermeintlich prächtige und neue Kleid dieser Generalisierung. Und dabei merken sie überhaupt nicht, in welchen Lumpen am Ende des Tages die Altenpflege und die Kinderkrankenpflege dastehen wird. Frau Kollegin Scharfenberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Müller? Ja. Ja, Frau Kollegin Scharfenberg, ich würde doch gerne mal zurückkommen auf die Kinderkrankenpflege und würde Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass nach den neuen Eckpunkten für die Ausbildungs- und Prüfungsordnung wir, wenn man den Vertiefungseinsatz und den Orientierungseinsatz und alle Module, die hier spezialisiert gewählt werden können, zusammenrechnet, wir erheblich mehr Stunden, nämlich 1300 haben für die Vertiefung in der Kinderkrankenpflege im Gegensatz zu 900 Stunden bisher. Dazu hätte ich ganz gerne mal eine Antwort von Ihnen. Die Antwort gebe ich Ihnen gerne. Wir werden alleine Probleme haben, die Praktikantinnen und Praktikanten in qualifizierten Praktikumsstellen unterzubringen. Es ist jetzt schon klar, dass Praktikumseinsätze stattfinden werden, auch beim Jugendamt, in Kitas, sozialpädagogische Familienhilfe. Das ist in meinen Augen keine qualifizierte Kinderkrankenpflegeausbildung. Und ich denke, Sie sollten sich auch mal die Petition angucken der Kinderkrankenpflege. Es gibt 150.000 Unterschriften, die sich für den Erhalt aussprechen. Ich glaube, damit sollte man sich A befassen und B auch wirklich mal in Dialog treten. Das hat nämlich nicht wirklich stattgefunden. Ich denke, hier werden die Bemühungen der letzten Jahre in die Tonne getreten. Wir haben in NRW die Zahl der Altenpflegeschüler um 75% steigern können, in Bayern in den letzten 5 Jahren um 35%. Und ich glaube, daran müssen wir doch anknüpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ich weiß, es gibt große Kritik auch aus Ihren Reihen. Geben Sie doch Ihrem Herzen einen Ruck und schauen Sie, dass wir da in eine gut organisierte Diskussionen kommen, dass wir wirklich auch noch mal die Fallstricke ganz genau angucken. Was ich im Moment erlebe, das ist kein Miteinander, keine fachliche Auseinandersetzung. Das ist ein Ausblenden der Probleme, der wirklichen Probleme. Es gibt Bedenken zur Verfassungsmäßigkeit. Es wird in die Finanzhoheit der Länder eingegriffen. Das sind doch alles Dinge, über die muss man diskutieren, bevor man ein Erdbeben in der Pflegeausbildung auslöst. Und ich verstehe nicht, warum Sie sich dem verschließen. Wir haben ein Moratorium angeschoben. Wir haben 50 Verbände, nicht nur der BPA, das ist ein bisschen kurz gesprungen, sondern Verbände der Kinderkrankenpflege, der Geriatrie und so weiter und so fort. Wir haben 2500 Einzelunterschriften. Ich werde Ihnen das gleich übergeben, Herr Minister, damit Sie sich noch mal überzeugen können, dass da auch eine große Menge Kritikerinnen und Kritiker da sind. Als Letztes möchte ich gerne noch sagen, ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einer Gruppe Auszubildenden der Altenpflege, nämlich bei der Stiftung SPI hier in Berlin. Das sind Auszubildende, die das nebenberuflich machen. Das heißt, früh um 6 stehen die in der Frühschicht in ihrem Pflegeheim und nachmittags lernen sie für die Pflegeausbildung. Hochengagierte Leute, Leute, die aus dem Erwerbsleben kommen, Leute, die sich gezielt dafür entschieden haben. Und diese Menschen, die auch so wichtig im Bereich der Altenpflege sind, denen werden Sie den Weg verbauen. Und Herr Laumann, gerade diese Klientel ist doch auch diese Klientel, die Sie immer hochhalten. Wir können uns nicht erlauben, so wichtige Menschen, die so engagiert bereit sind, diesen Beruf zu erlernen, auf dem Weg zu verlieren und auszuschließen. Ich bitte darum, wirklich in die Diskussion einzutreten, fachlich, sachlich und mal weg von diesen mantraartigen Worthülsen. Vielen Dank. Elisabeth Scharfenberg für die Grüne Fraktion spricht von einem Erdbeben in der Pflegeausbildung und sagt, eine Säuglingspflege verlangt anderes Spezialwissen als die Pflege von alten Menschen. Jetzt die Gegenrede zu diesem Beitrag. Machen Sie das doch im Anschluss an die Sitzung. Jetzt die Gegenrede zu diesem Beitrag von Maria Michalk, der gesundheitspolitischen Sprecherin der Unionsfraktion. Und vorher hat sich Elisabeth Scharfenberg noch eine Ermahnung eingeholt vom Bundestagsvizepräsidenten, weil sie nämlich Papiere auf die Regierungsbank getragen hat. Hier in unserem Land sind mit ihrer Gesundheit oder bewerten ihre eigene Gesundheit für gut oder sehr gut. Mehr
Prävention, medizinischer Fortschritt, auch eine gute Ernährung, viel stärkeres Gesundheitsbewusstsein hat bewirkt, dass das Gesundheitsbewusstsein in unserem Land gestärkt wurde. Und das sieht man. Trotzdem brauchen wir für die Versorgung in den Krankenhäusern, in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, in den Kinderstationen mehr und vor allen Dingen intensiv einsetzbares, flexibel einsetzbares Fachpersonal. Und dem stellen wir uns mit diesem Gesetz. Wir haben seit Langem, und das ist in dieser Debatte jetzt mehrfach betont worden, unter fachlichen und auch unter politischen Gesichtspunkten diskutiert, wie wir diese große Herausforderung der Zukunft besser meistern können, wie wir diesen Beruf attraktiver machen können, wie wir ihn durchlässiger machen können, wie wir ihn auch europagerechter in puncto Freizügigkeit vielleicht machen können. Und viele, viele Dinge haben da eine Rolle gespielt. Es hat auch eine Rolle gespielt, dass ungefähr 35% aller Lehrlinge, sage ich jetzt an der Stelle, also Schülerinnen und Schüler aus dem Pflegebereich, heute Schulgeld bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das fällt mit dieser bundeseinheitlichen Regelung und mit dieser Regelung, dass wir einen Fonds, der sich speist aus mehreren Quellen, einrichten und ein Umlageverfahren in Gang setzen, diese bundesweite Klammer drüber setzen und trotzdem die Umsetzungshoheit der Länder quasi belassen. Und deshalb wird es so wichtig sein, dass wir in dem parlamentarischen Beratungsprozess gemeinsam, auch mit den Ländern, all die Punkte jetzt erörtern, die jetzt in der Debatte schon als mögliche Katastrophe kritisiert wurden. Denn es kommt darauf an, ein sehr gutes Gesetz auf den Weg zu bringen, das den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird. Wissen Sie, ich kann das ja verstehen. Es ist erst recht im Gesundheitsbereich wirklich schon fast wie ein Sport, grundsätzliche Bedenken zu haben, wenn man etwas verändert. Aber das Leben ist so, und die Zukunft wird uns wahrscheinlich noch viel größere Umstellungen abfordern. Und deshalb will ich an der Stelle auch noch mal sagen, wenn wir an den Gewohnheiten, an dem, was wir bisher so gemacht haben, festhalten und uns nicht den Zukunftschancen öffnen, dann wird uns die Lebenswirklichkeit darum zwingen. Entweder wir gestalten diesen Prozess aktiv mit allen unserem Wissen und Können, oder die Wirklichkeit wird uns gestalten. Und das bedeutet im Zweifel, dass der jetzt an vielen Stellen schon vorhandene Fachkräftemangel dann wirklich eine Katastrophe wird, weil die jungen Menschen im Wettbewerb zu der Attraktivität in anderen Berufsfeldern sich dann vielleicht nicht für diese wichtige Pflege entscheiden. Uns geht es also darum, diesen Beruf attraktiver zu machen und nicht von vornherein mit Vorurteilen zu belegen, dass alle sagen, das wollen wir gar nicht erst beraten. Denn immerhin, Frau Kollegin Scharfenberg, selbst der Verband der Kinder- und Jugendärzte und Pfleger, also dieser Verband aus dem Pflegebereich für Kinder und Jugendliche, hat sich für die generalistische Ausbildung ausgesprochen. Sie sind der Diskussion offen. Und ich betone auch an dieser Stelle, wir bauen ja hier kein neues Haus auf eine grüne Wiese und sagen, hier wird alles ganz anders und ganz neu. Nein, wir erweitern, wir modernisieren, wir sanieren dieses Haus mit all den Erfahrungen, die darin heute schon stecken, um quasi größere Möglichkeiten zu haben, die Ausbildung so zu gestalten, dass die jungen Leute der Zukunft die Pflegeherausforderungen in allen drei Einsatzfeldern gestalten können. Deshalb sage ich auch, wir werden sehr gründlich dieses Gesetz nach dieser schon skizzierten, sehr langen Vorbereitungszeit hier im Parlament beraten. Und ich hoffe auch, dass wir es gemeinsam und ganz unaufgeregt machen können. Aber allen Skeptikern, die meinen, dass sie alle Bedenken dieser Welt hier in die Waagschale schmeißen können und so lange die Beratung hinauszögern, bis die Chance, dass dieses Gesetz, also diese Regelung in dieser Legislaturperiode im Gesetz steht, also gleich null ist, den sage ich hier ganz entschlossen,
Wir sind entschlossen, ein gutes Gesetz in dieser Legislaturperiode nach langer Diskussion ins Gesetzblatt zu bekommen. Diskutieren Sie an der Stelle nach vorn gerichtet. Es ist auch schon gesagt worden, dass gerade in dem Bereich der Pflege es sich hier um wohnortnahe Arbeitsbedingungen handelt. Die Einsatzplätze sind vor Ort. Die sind auch flexibel zu gestalten. Ich weiß, nicht immer sind die Einsatzgebiete, das ist auch schon gesagt worden, ich kenne solche Beispiele auch, wo Pflegekräfte heute die Vormittagsschicht machen oder die Frühschicht und dann die Nachmittagsschicht. Dazwischen machen sie ihre Familienarbeit. Andererseits muss man wissen, dass etwa 90% aller Kinderkrankenpflegerinnen, meistens Frauen, praktisch selbstständig auf eigenen Wunsch freiwillig Teilzeit beschäftigt sind. Das bringt uns ja auch den zusätzlichen Bedarf ins Haus, weil wenn weniger Vollzeit arbeiten, brauchen wir mehr Personen, um den Bedarf abzudenken. Also was will ich damit sagen? Es ist eröffnet auch eine Möglichkeit, die Herausforderung Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, und zwar in jeder gesellschaftlichen Konstellation. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam an die Arbeit gehen und den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden und in der Kombination mit der erwähnten Verordnung ein Gesetz auf den Weg bringen, das wirklich den Namen Reform verdient. Und wir sind da ganz zuversichtlich, weil Herr Gesundheitsminister Gröhe an dieser Stelle eine wunderbare Vorlage gemacht hat. Und deshalb danke ich dem ganzen Haus. Dankeschön. Der Deutsche Bundestag diskutiert in erster Beratung eine Reform der Pflegeberufe. Die Regierung will ja die bisher drei Ausbildungszweige Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild zusammenführen. Pardon, das neue Berufsziel hieße dann Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Harald Weinberg ist der nächste Redner für die Linksfraktion, Sprecher für Krankenhauspolitik und Gesundheitsökonomie. Wir brauchen tausende zusätzliche Pflegekräfte im Krankenhaus wie in den Pflegeheimen und in den ambulanten Pflegediensten. Und in Zukunft wird der Bedarf sicher noch steigen. Jeder und jeder von uns will bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit gut gepflegt werden. Dafür brauchen wir mehr Pflegekräfte. Und wir müssen den Beruf attraktiv machen, denn man kann auf Dauer nur dann Zuwächse in den Beruf haben, wenn man den Ausbildungswilligen ein gutes Angebot macht. Wir können uns auch nicht alleine auf Pflegekräfte aus dem Ausland verlassen, denn die werden dort im Ausland selber gebraucht. Wir müssen ausbilden und wir müssen gut ausbilden, und darüber reden wir heute. Es fängt bereits bei den Ausbildungsbedingungen an. Derzeit müssen Auszubildende in einigen Bundesländern in den Pflegeschulen immer noch Schulgeld bezahlen. Wen wundert es eigentlich, wenn junge Menschen dann keine Lust haben, von ihren knappen Ausbildungsvergütungen auch noch einen Teil in die Schule zu stecken? Das schreckt ab. Das macht die Ausbildung unattraktiv. Es ist gut, dass damit Schluss gemacht worden ist. Damit setzen Sie eine alte Forderung von uns um. Das ist sehr gut, und das erkennen wir an. Was weniger gut ist, Sie gewähren den Auszubildenden auch weiterhin keine Mitbestimmungsrechte. Denn es bleibt dabei, dass Privatschulen der Ausbildungsträger sein können. Das hat Folgen für die Auszubildenden. Kein Betriebsrat oder Personalrat kann sie vertreten. Es gibt keine Jugend- und Auszubildendenvertretung und keine Vertrauensleute. Die Auszubildenden bleiben so Auszubildende zweiter Klasse, und der Bundesrat fordert daher zu Recht, dass das geändert wird. Hier sehen wir deutlichen Nachbesserungsbedarf. Was auch nicht geht, es ist bereits angesprochen worden, dass Sie die Ausbildung letztlich durch die Pflegebedürftigen selbst finanzieren. Weil wir in der Pflegeversicherung das Teilkaskoprinzip haben, werden die Pflegesätze durch die Kosten der Ausbildung erhöht. Die Ausbildung von Pflegekräften ist aber eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft und nicht die alleinige Aufgabe der derzeit Pflegebedürftigen. Wir wollen nicht die berechtigten Interessen der Auszubildenden gegen die Pflegebedürftigen ausspielen. Genau das machen sie aber mit dieser Regelung. Daher fordern wir, wie auch die Länder, eine vollständige Finanzierung der Ausbildungskosten. Zum Schluss noch die generelle Ausrichtung Ihres Gesetzesentwurfs. Grundsätzlich ist es richtig, dass die Ausbildung der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege näher zusammenrücken sollen. Denn viele Inhalte sind gleich oder ähnlich. Aber es gibt auch Inhalte, die sich deutlich unterscheiden. Wenn Sie nun eine komplett einheitliche Ausbildung regeln wollen, dann schütten Sie unseres Erachtens das Kind mit dem Bade aus. Es liegt in der Natur der Sache,
dass etwa für die Kinderkrankenpflege wichtige Inhalte schlicht nicht mehr gelehrt würden und dass die Praxisphasen außerhalb von Kinderstationen nicht qualifizieren, dafür eigenverantwortlich in Kinderstationen eingesetzt werden zu können. Wir wollen daher eine dreijährige Ausbildung, die ersten zwei Jahre gemeinsam, das dritte Jahr als Spezialisierungsjahr getrennt voneinander. Nur so ist eine hohe Qualität der Ausbildung zu bewerkstelligen, die auch den eigenen Ansprüchen der Pflegekräfte an sich selbst genügt. Und neben der Ausbildungsreform einer integrierten Ausbildung müssen wir die Ausbildungssituation in den Einrichtungen in den Blick nehmen. Wir brauchen ausreichende und qualifizierte Praxisanleiterinnen. Wir brauchen ausreichend Zeit für Praxisanleitungen. Wir brauchen keine Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel. Und Auszubildende dürfen vor allen Dingen nicht als Einsatzreserve in Nachtschichten oder Sonderschichten eingesetzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun geht es in die Beratungen und in die Anhörung. Ich sage mal so, möge der Strucksche Geist über uns kommen und das Gesetzesvorhaben in die richtige Richtung bringen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Carola Reimann für die SPD. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Den Zeitpunkt dieser Bundestagsdebatte zur Reform der Pflegeberufe hätte man nicht besser wählen können. Denn gleich im Anschluss werden viele von uns an der Kundgebung zum Equal Pay Day am Brandenburger Tor teilnehmen. Der Equal Pay Day macht jedes Jahr darauf aufmerksam, dass eine Selbstverständlichkeit, nämlich gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, in Deutschland leider keine Selbstverständlichkeit ist. Diese Lohnungerechtigkeit zulasten der Frauen hat viele Ursachen, und um sie zu bekämpfen, müssen wir auch gleich mehrere dicke Bretter bohren. Ein dickes Brett haben wir schon durch, den gesetzlichen Mindestlohn nämlich. Und ein weiteres dickes Brett ist die mangelnde Transparenz und Tabuisierung bei Gehaltsfragen. Auch hier sind wir mit dem Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit auf einem guten Weg. Und es wird jetzt Zeit, dass wir auch gegen die traditionell schlechte Bewertung von sozialen Berufen vorgehen. Denn es sind vor allem Frauen, die das ausbaden. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es so wichtig, dass wir mit dieser Reform der Pflegeberufe ein zentrales Berufsfeld im sozialen Bereich aufwerten. Das gilt vor allem für die Altenpflege, die wie Krankenpflege und Kinderkrankenpflege im neuen einheitlichen Berufsfeld zusammengefasst wird. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Fachkräfte in der Altenpflege im Vergleich zu anderen Berufsgruppen deutlich schlechter verdienen. Und noch stärker ist dieser Effekt, wenn man den Vergleich zur Krankenpflege zieht. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat das kürzlich noch mal in aller Deutlichkeit aufgezeigt. In meinem Heimatland Niedersachsen liegt das monatliche Bruttoentgelt für Fachkräfte in der Altenpflege um mehr als 800 Euro niedriger als für Fachkräfte in der Krankenpflege. 800 Euro weniger für die gleich wertvolle Arbeit. Das kann man niemandem erklären. Und deshalb ist es gut, dass wir durch die gemeinsame Ausbildung auch eine bessere Bezahlung in der Altenpflege forcieren. Kolleginnen und Kollegen, die Attraktivität eines Berufsfelds hängt nicht allein von der Bezahlung ab. Die neue einheitliche Pflegeausbildung wird künftig Fachkräfte in die Lage versetzen, die pflegerische Versorgung über Altersgrenzen hinweg in allen Versorgungsformen in hoher Qualität auszuüben. Diese neuen Kompetenzen ermöglichen zukünftig auch bessere Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich finde, hinzu kommt die hochschulische Ausbildung als zweiten Zugang zum Beruf. Wir schaffen damit eine zeitgemäße Ausbildung, die auch neue Bewerber- und Bewerberinnengruppen anspricht. Und wer sich für diesen Bereich entscheidet, der muss auch Aufstiegsmöglichkeiten haben. Soziale Berufe und Karrierechancen dürfen kein Widerspruch mehr sein. Kolleginnen und Kollegen,
Wir wollen aber auch, dass diese Aufstiegschancen für alle gelten. Deshalb wird der Zugang zur neuen Pflegeausbildung allen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern mit einem Schulabschluss nach 10 Jahren offenstehen. Das finde ich wichtig. Und dazu gehört auch, dass das Schulgeld in der Altenpflege endlich der Vergangenheit angehören wird. Kolleginnen und Kollegen, es geht uns bei dieser Reform nicht allein um die Aufwertung. Es geht auch darum, die Qualität der Pflege für die Zukunft sicherzustellen. Die Lebenserwartung steigt, chronische Erkrankungen nehmen zu, Multimorbidität und die Zahl der demenziell und psychisch erkrankten Menschen steigt ebenfalls. Das heißt, die besonderen Belange älterer Menschen sind zunehmend auch bei der Pflege im Krankenhaus zu berücksichtigen. Und schon heute sind zugleich in Pflegeeinrichtungen vertiefte medizinisch-pflegerische Kenntnisse absolut erforderlich. Und nur eine breit ausgebildete und ausgefächerte Ausbildung, wie wir sie jetzt auf den Weg bringen, qualifiziert zur Pflege von Menschen in allen Lebenssituationen, in allen Altersphasen, egal wo sie gepflegt werden. Und Kolleginnen und Kollegen, ja, die neue Pflegeausbildung bringt Veränderungen mit sich. Aber sie ist auch dringend nötig, um den Pflegeberuf zukunftsfähig zu machen. Und solche Veränderungen lösen natürlich auch Fragen und Sorgen aus. Das kennen wir von anderen großen Reformvorhaben, und wir nehmen daher diese Anliegen sehr ernst. Leider werden diese Fragen und berechtigten Anliegen von manchen auch genutzt, um daraus politisch Kapital zu schlagen. Auch das ist nicht neu. Wer sich aber auf der Yacht nach der ganz großen Schlagzeile zu völlig überzogenen Äußerungen wie Super-GAU für die Pflege hinreißen lässt, disqualifiziert sich am Ende selbst. Zumal Sie, liebe Frau Scharfenberg, dann zeitgleich ein Moratorium, also einen Aufschub für den angeblichen Super-GAU fordern. Das ist schon kurios, passt aber in die Widersprüchlichkeit zu den Aussagen Ihrer Parteikollegin und Landesministerin Barbara Steffens, die bei dieser Reform vor einem Schnellschuss warnt. Wir reden hier über eine langjährig vorbereitete, in Modellprojekten, auch in NRW, erprobte und gerade mit den Ländern breit diskutierte Reform. Allein die Diskussion läuft schon seit über 10 Jahren. Frau Steffens warnt also vor einem 10-jährigen Schnellschuss. Und ich weiß nicht, einige von uns sind ja alt genug, um diese Knopf-Hoff-Show noch zu kennen im Fernsehen. Wenn es die noch gäbe im Fernsehen, ja, dann wäre Frau Steffens mit ihrem Wunder der Physik ganz sicher dabei. Ja. Also, ich empfehle also ein bisschen mehr Sachlichkeit und Gelassenheit. Die letzten offenen Fragen werden wir dann ganz konstruktiv im parlamentarischen Verfahren hier klären. Und da gilt der Struck natürlich. Danke fürs Zuhören. Carola Reimann, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, hat noch mal das sogenannte Strucksche Gesetz zitiert, eben, nämlich dass nichts so aus dem Bundestag herauskommt, wie es hereingeht. Und das gilt sicher auch für die Reform der Pflegeberufe. Die Ausbildungszweige Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege sollen ja zu einem einheitlichen Berufsfeld zusammengeführt werden. Und da gibt es sicher noch ein paar Dinge, die im Detail in den Ausschüssen dann diskutiert werden, bevor das Ganze in zweiter und dritter Lesung dann wieder hier im Plenum landet. Jetzt Maria Klein-Schmeick für die Grünen. Ein zentraler Punkt, um zu einer wirklichen Steigerung der Attraktivität zu kommen, ist der, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege, sowohl im Krankenhaus als auch in der Altenpflege, sich verändern, ambulant und stationär. Das wäre die eigentliche Aufgabe, die anzugehen wäre. Und die haben Sie nämlich nicht gelöst. Sie haben diese Aufgabe vertagt. Gutachten für den Krankenpflegebereich, Ende 2017 wird er vorgelegt. Gutachten für die Altenpflege, 2020 wird er vorgelegt. Vorher wird sich da an den eigentlichen Arbeitsbedingungen nichts verändern. Und das wäre aber die eigentliche Sorgfaltspflicht, die wir hier in diesem Parlament hätten und anzugehen hätten. Das wäre die Aufgabe, die wir gehabt hätten. Erstens. Zweitens. Hier wurde vorhin schon erwähnt, das Schulgeld.
Es gibt noch etliche Bundesländer, wo wir rechtlich zumindest noch die Grundlage haben, dass Schulgeld erhoben wird. Einige Länder sind jetzt beigebogen, aber die meisten warten darauf, dass jetzt diese Regelung kommt. Das heißt, das war ein langjähriges Versagen sowohl des Bundes als auch der Länder, in dieser Stelle zu einer vernünftigen Ausbildung beizutragen. Stellen Sie sich mal einen Männerberuf vor, wo Schulgeld erhoben wird und hinterher solche schlechten Arbeitsbedingungen und schlechten Gehälter gezahlt werden. Das gibt es sonst nicht. Das ist das zweite Versäumnis, was kollektiv über viele Fraktionen hin zu nennen wäre. Drittens, wenn wir um eine Aufwertung der Berufsbilder reden, dann wäre es wichtig zu sagen, was ist die Besonderheit, was ist der gesellschaftliche Stellenwert einer Altenpflegekraft, was ist der gesellschaftliche Stellenwert einer Kinderkrankenpflegekraft und was ist der gesellschaftliche Stellenwert einer Gesundheits- und Krankenpflegekraft. Das wäre das, was man eigentlich machen müsste mit den jeweiligen besonderen Profilen. Und natürlich halt die Altenpflege da das größte Problem. Und genau dieses Problem lösen Sie nicht. So, weiteres. Wenn ich mir anschaue, wie hat sich die Entwicklung der Ausbildungsberufe denn gezeigt, da sehen wir in Nordrhein-Westfalen durch den Kraftakt, dass eine Ausbildungsumlage geschaffen worden ist und dass gelungen ist, die ambulante Pflege einzubeziehen, haben wir mehr als eine Verdopplung von Ausbildungsplätzen, aber auch von Interessenten. Das ist doch genau der Punkt, den wir angehen müssen. Und Sie legen jetzt eine Reform vor, wo wir davon ausgehen müssen, dass die ambulante Pflege nicht mehr teilnehmen wird an der Ausbildung, weil sie das gar nicht stemmen kann. Sie setzen voraus, dass die ambulanten Pflegeträger einen wirtschaftlichen Gewinn von 23% haben durch den Einsatz der Pflege Auszubildenden. Das werden sie nicht können, weil natürlich ist es so, kein Auszubildende kann alleine losziehen. Da ist genau dieser ökonomische Gewinn nicht vorauszusetzen. Das wird genau das, was wir als positive Entwicklung hatten, im ambulanten Bereich stoppen und killen. Und das ist das große Risiko, was Sie mit dieser Reform zumindest eingehen. Da müssen Sie nachbessern. Weiteres. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt, wo wir eine so weitreichende Reform beschließen, Eckpunkte vorliegen, die so wolkig sind, dass, wenn ich mir mal anschaue, was sind jetzt die Handlungskompetenzen, die im theoretischen Bereich vorausgesetzt werden und geplant werden sollen. Pflege planen mit 900 bis 1000 Stunden, Kommunikation und Beratung, eigenes Handeln intra- und interprofessionell gestalten, eigenes Handeln reflektieren. So wolkig haben Sie Ihre Eckpunkte verfasst. Genau auf diesem Stand sind Sie bisher. Und das ist das Weitere, was jetzt als Risiko beschlossen wird. Sie wissen noch immer nicht, wie die Ausbildungsinhalte tatsächlich aussehen sollen. Und daran erst kann man messen, Frau Müller, ob es sich tatsächlich um eine Ausbildung handelt, zum Beispiel in der Kinderkrankenpflege, die wirklich tragfähig ist, die wirklich qualifiziert dazu. Und als Weiteres nochmal auch die offene Frage, wo findet denn dann die eigentliche Ausbildung in dem Beruf und in dem Tätigkeitsfeld, wo ich dann sein will, eigentlich statt? Das überlassen Sie den Auszubildenden selber, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern selber. Die müssen dann sich selber fortbilden. Es gibt kein einziges Konzept, was Sie hier niedergelegt hätten. Das sind die Mängel, die Sie bisher haben. Und deshalb thematisieren wir die Risiken und fordern, dass Sie noch mal genau und besonnen hingucken, weil es reicht nicht, entschlossen einen Koalitionsvertrag umzusetzen, sondern da muss Besonnenheit dazukommen und bitte schön auch die Abwägung von wirklichen Argumenten. Frau Kollegin, wir bewundern zwar, wie Sie ohne Luft zu holen fast 60 Sekunden durchgehalten haben, aber die Zeit war doch dramatisch überzogen. Und es war die Zeit für Maria Klein-Schmeink von den Grünen, die hier nochmal gesagt hat, dass die Ausbildungsinhalte in dieser Reform der Pflegeberufe nicht genug bestimmt seien. Nächste Rednerin ist Astrid Timmermann-Fechter für die Unionsfraktion. Sie geben uns Kraft, sie bauen uns auf. Das gilt für Jung und Alt, das gilt für uns alle. Das gilt insbesondere für jene Menschen, die erkrankt oder pflegebedürftig sind. Sie sind es, die in besonderer Weise auf menschliche Zuwendung, Fürsorge und Mitgefühl angewiesen sind. Das, meine Damen und Herren, sind daher wichtige Aspekte einer guten Pflege in Krankenhäusern, auf Kinderkrankenstationen oder auch in der Altenpflege.
Zu einer guten Pflege gehört auch, dass die Betreuung und Versorgung durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gute medizinische und pflegerische Versorgung ist auch heute schon Realität. 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr, arbeiten gut qualifizierte Pflegekräfte in stationären und ambulanten Einrichtungen. Im oftmals anstrengenden Berufsalltag kümmern sie sich mit viel Engagement und persönlicher Hingabe um Menschen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Sie leisten dabei eine wichtige Arbeit, denn eine gute pflegerische Versorgung ist ein wichtiger Aspekt unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Daher gilt den Pflegerinnen und Pflegern in unserem Land ein besonderer Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe ist es jedoch, eine solche Versorgung auch für die Zukunft sicherzustellen. Die Herausforderungen des demografischen Wandels sind uns alle bekannt. Die Menschen in unserem Land werden immer älter. Das ist einerseits erfreulich, andererseits sind damit auch große Herausforderungen verbunden. Das gilt insbesondere für die Pflege. Zum einen ändern sich die Anforderungen an die pflegerische Versorgung. In Pflegeeinrichtungen muss immer mehr medizinische Behandlungspflege erbracht werden. In den medizinischen Versorgungseinrichtungen steigt der Anteil pflegebedürftiger Menschen. Das Berufsumfeld des Pflegepersonals wird dadurch immer komplexer. Zum anderen stehen wir vor der Herausforderung der Fachkräftesicherung. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf zur Reform der Pflegeberufe wollen wir diese Herausforderungen angehen. Kern der Reform ist die Zusammenführung der bisherigen getrennten Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege. Durch die Zusammenführung werden wir ein neues einheitliches Berufsbild in der Pflege schaffen. Mit der neuen Pflegeausbildung werden übergreifende pflegerische Kompetenzen vermittelt. Kompetenzen zur Pflege aller Altersgruppen, Kompetenzen in allen Versorgungsbereichen, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie in der ambulanten Pflege. Die neue Pflegeausbildung beinhaltet dabei eine dreijährige Fachkraftausbildung mit Unterricht an Pflegeschulen und praktischer Ausbildung. Im Rahmen der praktischen Ausbildung werden die Ausbildenden durch die Wahl des sogenannten Vertiefungseinsatzes einen Schwerpunkt setzen können. Pflichteinsätze und weitere Einsätze sorgen zudem für einen praktischen Erfahrungsschatz in allen Arbeitsfeldern der Pflege. Die Durchlässigkeit zwischen den Pflegebereichen wird erhöht. Die Absolventen können zukünftig leichter in andere Pflegebereiche wechseln. Darüber hinaus wird die Ausbildung zukünftig für alle Schülerinnen und Schüler kostenfrei sein. Ein Schulgeld, wie es teilweise bislang noch erhoben wird, wird es nicht mehr geben. Durch diese Maßnahmen werden wir die Attraktivität der Pflegeausbildung erhöhen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Neben der Frage der Ausbildungsstruktur und der Ausbildungsinhalte nehmen wir die einheitliche Finanzierung in Angriff. Die Ausbildungsfinanzierung wird zukünftig über Ausbildungsfonds auf Länderebene erfolgen. An den Ausbildungsfonds wollen wir beteiligen alle ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen, die Krankenkassen, die Pflegekassen und die Bundesländer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der neue Pflegeberuf wird zum größten Ausbildungsberuf in Deutschland. Damit unterstreichen wir die Wichtigkeit der Pflegeberufe in einer sich wandelnden Gesellschaft. Wir wollen mit dieser Reform jedoch niemanden überfordern. Übergangsregelungen sollen den Pflegeschulen ausreichend Zeit bieten, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Ganz wichtig ist mir auch, dass der Zugang zur Ausbildung weiterhin mit einer mittleren oder einer sonstigen zehnjährigen Schulbildung möglich sein soll. Auch die Einstiegsmöglichkeit in die Berufsausbildung für Absolventen der Hauptschule soll über eine anrechenbare Helferausbildung weiterhin bestehen. Ja, wir wollen die Pflegeausbildung weiterentwickeln und attraktiver machen. Das bedeutet jedoch keine Abwertung der Qualifikation der bisher in der Pflege tätigen Personen. Pflegerinnen und Pfleger mit Abschlüssen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden weiterhin in den Arbeitsfeldern arbeiten können, für die sie sich qualifiziert haben. Das sollen sie auch, denn sie sind gleichwertige und wichtige Pflegefachkräfte in einem dynamischen Tätigkeitsfeld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können den demografischen und den gesellschaftlichen Wandel nicht aufhalten.
Aber wir können mit der Reform der Pflegeberufe den Pflegeberuf so gestalten, dass er den verschiedenen Arten von Wandel noch gerechter wird. Dadurch soll auch in Zukunft eine gute medizinische und pflegerische Versorgung sichergestellt werden. Und ich wünsche mir an dieser Stelle, dass wir im Gesetzgebungsverfahren eine konstruktive Diskussion miteinander führen können. Denn unsachliche Schlagwörter wie Schmalspurgesetz, Chaos, Kaffeesatzleserei, TTIP in der Pflege führt doch am Ende nur zu Verunsicherungen, genau bei den Menschen, für die Sie sich so intensiv einsetzen wollen. Astrid Timmermann-Fechter für die Unionsfraktion hier in der ersten Beratung der Reform der Pflegeberufe. Es geht um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Und jetzt Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und da zuständig für Gesundheit. Schwerpunkt dieses Gesetzes noch einmal zu sprechen kommen, sodass wir in Erinnerung uns rufen, worum es hier eigentlich geht. Wir haben in der Pflege im Großen und Ganzen drei große Problembereiche. Zum jetzigen Zeitpunkt gelingt es uns jetzt schon nicht mehr, die jungen Menschen für den Beruf zu gewinnen, die in den Beruf hinein wollen. Die, die im Beruf sind, verlassen den Beruf zu früh. Somit ist das das erste Problem. Wir haben ein Personalbedarf, den wir schon jetzt nicht gedeckt bekommen. Und das wird sich schnell beschleunigen. Das Zweite ist, wir haben große Qualitätsdefizite in der Pflegeausbildung, die ich hier nicht vertiefen möchte, aber die bekannt sind. Und das dritte Problem ist, die Anforderungen werden immer größer. Die Bereiche überschneiden sich. In der Altenpflege werden immer mehr medizinische Anforderungen notwendig. In der Medizin, die im Krankenhaus praktiziert wird, hat man zum Teil geriatrisch-altenpflegerische Herausforderungen, die man früher nicht gehabt hat. Das überschneidet sich immer stärker. Somit, das sind die drei Probleme und die wollen wir hiermit lösen. Ich würde zunächst einmal nur der Fairness halber sagen, das ist ungerecht, was eben vorgetragen wurde, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube sogar von Kollegen von den Grünen, Maria Klein-Schmeink, dass wir für die Pflege zu wenig bisher gemacht haben. Wir haben mehr gemacht in dieser Legislaturperiode als in den 8 Jahren davor. Ich bringe nur 4 Beispiele, ganz schnell, nur damit die Zeit nicht weg. Ich sage das nur der Fairness halber. Wir haben 20.000 Betreuungsplätze. Wir haben 20.000 Betreuungsplätze in der Altenpflege eingerichtet. Wir haben ein Pflegeförderprogramm von 660 Millionen Euro aufgelegt. Wir haben einen Pflegezuschlag von 500 Millionen Euro aufgelegt. Wir haben die Tarifbindung in die Wirtschaftlichkeitsprüfung der kompletten ambulanten und stationären Altenpflege hineingenommen. Derjenige, der nach Tarif bezahlt, kann nicht mehr als unwirtschaftlich qualifiziert werden. Das sind wichtige Maßnahmen. Das ist auf jeden Fall mehr, als wir in den 8 Jahren davor beobachtet haben. Und da ist es einfach unfair zu sagen, da ist zu wenig gelaufen. Ich sage als jemand, der sagen wir mal, das Problem in der Pflege gut kennt, ich bin mit vielen Kinderkliniken, also im engen Kontakt, ich kenne die Ausbildungsdefizite genau. Ich will mal sagen, ich bringe mal das Beispiel Kinderkrankenpflege, um zu zeigen, dass diese Ausbildungsreform eine gute ist. Wenn man sich die Kinderkrankenpflege anschaut, das ist ja ein Bereich, der oft kritisch besprochen wird. Wir haben in der praktischen Ausbildung, der allergrößte Teil davon wird in der Einrichtung selbst gemacht, beim dualen Träger der Ausbildung. Da haben wir 300 Stunden in der stationären Grundpflege. Wir haben 120 Pflichtstunden in der pädiatrischen Versorgung. Wir haben 500 Stunden Vertiefung. Wir haben 400 Stunden Orientierung und wir haben dann noch 80 Stunden zur freien Verfügung. Das sind 1.400 Stunden. Die jetzige Ausbildung ist qualitativ schlechter in der Kinderpflege, qualitativ schlechter, weil bestimmte Bereiche komplett fehlen, die besonderen Bedingungen für Migranten, Kinder, besonderen Anforderungen für die moderne pädiatrische Onkologie ist nicht drin. Kinderpsychiatrie ist in den jetzigen Curricula zum großen Teil nicht enthalten. Also wir haben Defizite, aber wir haben bisher nur 900 Stunden. Und wenn man den Vorschlag aufgreift, den hier die Kolleginnen von der Linkspartei vorgetragen haben, ein Jahr Vertiefung nur das letzte Jahr, dann käme ich niemals mehr auf die 1.400 Stunden. Das wäre ausgeschlossen. Das wäre einfach schlicht ausgeschlossen. Somit, also in der Praxis ist es so. Und hier wurde von irgendjemandem kritisiert, nur ich will ganz kurz, hier wurde von irgendjemandem kritisiert, dass wir ins Gesetz diese Inhalte nicht reinschreiben. Zum Beispiel die besonderen Stoffwechselerkrankungen bei Kindern mit Migrationshintergrund. Das machen wir in keinem Gesetz.
Also wir können in kein Gesetz hineinschreiben, beispielsweise, wie genau die Informatikassistenzberufe so aussehen müssen, sondern das macht natürlich die entsprechende Fachkommission, das machen die Pflegeschulen und die Fachgesellschaften arbeiten ja bereits jetzt an dieser Reform. Die nutzen das als Gelegenheit. Die nutzen die Gelegenheit, jetzt die modernen Inhalte zu definieren, die im Hause bei allem Respekt hier, ehrlich gesagt, meines Erachtens nicht jedem, das ist zumindest mein Eindruck von den Reden, nicht jedem vielleicht sogar bekannt sind. Somit, ich sage, die Ausbildung kann man verbessern, wenn man pragmatisch herangeht. Es hat sich nirgendwo erwiesen, dass dieses alte Modell, 2 Jahre Grundausbildung, dann 1 Jahr Vertiefung, dass das funktioniert. Die Vertiefung muss viel früher beginnen. Gleiche Problem haben wir bei einem Medizinstudium. Da fangen wir mit der Vertiefung auch viel zu spät an. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt die Vertiefung und die Spezialisierung ganz nach vorne nehmen, schon in die Orientierung hinein. Ich kann schon in der Orientierung bei den ersten 400 Stunden, kann ich schon in die Pädiatrie gehen, kann ich schon in die stationäre oder in die ambulante Altenpflege gehen. Diese frühe Vertiefung, das ist genau der richtige Schritt, weil ich damit die 3 Jahre aufbauend bekomme und ich bin jetzt nur auf den praktischen, auf die 2500 Stunden der praktischen Ausbildung eingegangen, die 2100 Stunden sozusagen theoretische Ausbildung, die werden ja auch überarbeitet. Wir überarbeiten komplett das Curriculum und schmeißen dabei, Herr Kollege Henke wird das wissen, zahlreiche Doppelungen heraus. Und wir erreichen auch etwas, was wir bisher nicht hatten. Wir geben vor, dass es Leute sind, die darin auch ausgebildet sind, das hauptberuflich machen. Bisher ist das ja zum Teil im Nebenberuf gemacht worden, um ganz ehrlich zu sein, kann man heute gar nicht mehr laut sagen, aber das haben wir zum Teil, das haben wir als Medizinstudenten. Während des Medizinstudiums haben wir, ohne dass man von der Pflege damals viel verstand, haben wir Pflegeausbildung gemacht. Das ist mit der neuen Regelung überhaupt nicht mehr erlaubt. Somit alles kann man verbessern. Aber dann muss man in die Details einsteigen, muss man ehrlich in die Details einsteigen. Letzte Bemerkung, ich finde es traurig, dass der Protest, der ja am stärksten kommt von den privaten Pflegeverbänden, im Prinzip große französische Konzerne, die hier die Privatisierung der Altenpflege betreiben, dass dieser Protest ausgerechnet von der Linken und von den Grünen hier befördert wird, denn das ist so. Sie suchen sich hier die falschen Verbündeten. Das sind die härtesten Gegner unserer Reform, weil sie eine bessere Vergütung der Altenpflege fürchten. Und das halte ich für nicht ehrenhaft. Karl Lauterbach hat für die SPD-Fraktion hier noch mal dokumentiert, wie unterschiedlich die Auffassungen sind zwischen der Großen Koalition und der kleinen Opposition in der Frage der Reform der Pflegeberufe. Vorletzter Redner in dieser ersten Beratung eines neuen Gesetzes dazu ist Erich Ilstorfer für die Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Wir besprechen heute ein Thema, das seit einem Jahrzehnt diskutiert wird. Und das uns, so wie man auch in der Debatte sieht, uns alle wirklich berührt. Pflege ist das Thema der Gesundheitspolitik in der 18. Legislaturperiode. Und durch das erste Pflegestärkungsgesetz hat diese Große Koalition die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen spürbar erweitert. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren werden dank dem zweiten Pflegestärkungsgesetz noch in dieser Wahlperiode eingeführt werden. Und vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen und Demenz werden dadurch besser gestellt. Diese Reform der Pflegeversicherung ist die größte seit ihrer Einführung und war notwendig und ist richtig. Wir als Union, und das möchte ich schon unterstreichen, sind weder in irgendeiner Hurra-Stimmung, aber wir sind auch nicht in einem Missmachmodus. Das möchte ich hier schon einmal klar auch sagen. Und ich glaube auch, uns eint doch hier das Ziel, dass wir Verbesserungen wollen. Ich glaube, das ist die Situation. Aber ich glaube auch, dass, wenn ich die Diskussion hier mitverfolge, dass hier die Situation der Pflege in Deutschland teilweise schlechter geredet wird, wie sie ist. Und das, glaube ich, ist jetzt etwas unfair. Um die Situation, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Pflege zu verbessern, müssen wir aber nicht nur die Situation der Menschen mit pflegerischem Versorgungsbedarf und den Angehörigen im Blick haben. Nein, wir müssen auch die Situation der in der Pflege tätigen Berufsgruppen verbessern.
Wir müssen Versorgung ganzheitlich betrachten, das ist wesentlich. Und Verbesserungen sind nur dann möglich, wenn wir diesen Dreiklang der Betroffenen aus Pflegebedürftigen, Angehörigen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeberufen optimieren und hier keine Gruppe ausklammern. Deshalb diskutieren wir und deshalb muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden, ohne Veränderung keine Verbesserung. Und wir wollen natürlich auch diese Berufe und diesen Beruf zukunftsfest machen. Daher steht für mich außer Frage, dass wir die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, egal ob in Vollzeit, Teilzeit oder in der Ausbildung, verbessern müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei dieser Diskussion natürlich die Pflegeschulen nicht vergessen. Wir brauchen hier für die Schulen auch Bestandssicherung. Und da darf es auch keine Rolle spielen, ob diese Pflegeschulen groß oder klein sind, ob sie auf dem Land sind oder ob sie in der Stadt sind. Und ich bin hier sehr dankbar, dass wir hier in diesem Entwurf auch diese Möglichkeit der Kooperation unter den Schulen haben, weil das für uns wesentlich ist. Und wenn wir schon beim Thema Schule sind, dann möchte ich in aller Deutlichkeit hier auch unterstreichen, dass wenn wir alle darin immer wieder durch die Lande ziehen und über ein duales Ausbildungssystem reden, dass wir dann, wenn es wirklich darauf ankommt, hier eine Diskussion teilweise führen, wo wir sagen, ja, Akademisierung des Berufs und solche Sachen, kann ich nur sagen, das ist weltfremd. Wir brauchen eine Akademisierung, vollkommen klar. Aber ich glaube, hier dieser Vorschlag zwischen 10% und 20% ist maßvoll und ist auch richtig. Ich glaube, das duale Ausbildungssystem in Theorie und Praxis ist unser System für die Pflege. Und es ist auch klar, dass der Zugang zu diesem Beruf selbstverständlich auch über die Mittelschulen und über die Hauptschulen, somit über alle Schultypen gelingen muss. Wir werden jede junge Kraft in diesen Berufen jetzt schon brauchen und auch in Zukunft. Es ist vorher schon angesprochen worden, deshalb spare ich mir auch den Bereich, was das Schulgeld und dergleichen bedeutet. Schulgeldabschaffung war überfällig und deshalb sind wir froh, dass das dieser Gesetzentwurf vorsieht. Wesentlich ist allerdings für uns, dass die Inhalte in der Verordnung und auch in den Eckpunkten klar sind. Und es ist aktuell so, dass die Eckpunkte gut gewählt sind, aber halt Überschriften sind. Der Inhalt, das Fleisch, das fehlt. Aber es ist auch klar, dass im parlamentarischen Verfahren, und das ist zugesagt, dass wir hier diese Diskussion führen. Und dass wir in den Anhörungen und alles, was dazu geplant ist, wir haben hier einen klaren Zeitplan, dass man hier auch kritisch noch mal drauf schaut, dass man diskutiert, das macht doch unsere Demokratie auch aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist notwendig, wenn wir immer über Arbeitsbedingungen sprechen, wenn wir über Regelungen sprechen, dass wir einen Beruf attraktiv machen, dass es natürlich hier nicht nur bei Worthülsen bleibt. Es ist notwendig, dass man hier auch die Gewerkschaften an die Seite nimmt, dass man hier natürlich, wenn ein Beruf, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkrankenpflege, hier in einem Beruf münden soll, dass es vollkommen klar ist, dass hier für gleiche Leistung auch gleiche Bezahlung notwendig ist. Und das ist keine Sonderleistung, sondern das ist anständig in meinen Augen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin dem BMG und auch dem Herrn Minister sehr dankbar, dass er hier nicht die Augen zumacht und sagt, ja, es ist alles eitel Sonnenschein, es ist überhaupt kein Problem, die Pflegeszene ist glücklich, das ist ja nicht so, das wissen wir. Hier gibt es sehr, sehr viele kritische Ansätze. Hier ist Angst im System und dass er sich diesen Fragen auch stellt. Am 30. April wird er dazu in Bayern sein und hier werden alle in der Szene betroffenen Entscheider auch dabei sein und werden zu diesem Thema offen diskutieren. Da muss ich schon auch mal sagen, das ist ein ganz, ganz starkes Stück gelebter Demokratie und Mitsprache und dafür herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch hier zum Schluss kommen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eines nicht vergessen, dass diese Sorgen und Nöte der Beschäftigten, dass man die inhaltlich angehen muss, dass man sie aufklärend angehen muss.
Und ich glaube, der Ansatz, Kollege Lauterbach hat das hier auch versucht, dass man hier wirklich sagt, was ist der Inhalt, der fachliche Inhalt, und dass man das Ganze auch zeitgemäß ausrichtet, dass man auch diese Dinge wie Volkskrankheiten, Demenz, die uns in den nächsten Jahrzehnten dauerhaft beschäftigen werden, dass die sich auch hier wiederfinden in der Lehre, in der Ausbildung. Das, glaube ich, ist wichtig. Natürlich wissen wir auch, dass die Berufe gewisse Spezialisierungen haben. Ich weiß auch, dass es ein anderes Klientel ist, ob ich in der Kinderkrankenpflege arbeite oder in der Altenpflege arbeite. In Bayern würde man sagen, das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch. Und so ist es auch. Und diese Diskussion, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen wir nicht spalten führen, sondern wenn wir eine generalistische Ausbildung wollen, dann müssen wir versuchen, hier diese Hürden abzubauen. Aber wir müssen auch in aller Klarheit die Kritik ernst nehmen. Und wir dürfen nicht die Augen verschließen für die kritischen Stimmen. Das werden wir tun. Und dann werden wir sehen, auch in welcher Geschwindigkeit wir das Ganze erledigen werden. Und ich glaube, nach einer 10-jährigen Diskussion wird es nicht darauf ankommen, ob wir vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause eine Entscheidung treffen. In diesem Sinne, gute Beratung und herzlichen Dank. Erich Ilstorfer war das für die Unionsfraktion. Er war der vorletzte Redner in dieser ersten Lesung der Reform der Pflegeberufe. Und jetzt kommt eine Namensgleichheit. Nicht, dass Sie sich wundern, jetzt kommt Markus Weinberg, der allerdings spricht für die Unionsfraktion. Ich glaube, diese erste Debatte hat ja deutlich gemacht, dass wir jetzt sagen, drei Dinge bei der Debatte jetzt im Blick nehmen sollten. Wir sind offen für die Diskussion. Das heißt, die Kritikpunkte werden wir auch gerne mit aufnehmen, Frau Kollegin Scharfenberg, wenn sie objektiv und sachlich vorgetragen werden und nicht populistisch und einfach. Und dafür nehmen wir uns auch Zeit. Das haben wir auch gesagt als Regierungskoalition. Dafür nehmen wir uns Zeit, denn das ganze Thema gibt es ja seit 2003. Deshalb ist es wichtig, hier auch zu sagen, dass wir die letzten Meter, die wir gehen wollen, auch uns die Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen, wo wir noch Veränderungen vornehmen können. Und das wird auch darin münden, dass wir dann letztendlich Veränderungen auch sicherlich, davon gehe ich fest aus, mit implementieren. Aber eins muss man auch mal sagen, und das hat der Minister deutlich gemacht, die Debatte ist nicht neu. Und die Große Koalition hat nicht irgendwo in irgendwelchen komischen Hinterzimmern dieses neu formuliert, sondern seit mittlerweile über 10 Jahren wird darüber diskutiert. Und deswegen sollten wir auch noch mal, finde ich, in der Ordnung der Sachen und der Debatte 4 Dinge feststellen. Wir sind uns doch einig, das haben alle Redner der im Parlament vertretenen Fraktionen ja gesagt, wir mit Blick auf Fachkräftemangel, mit Blick auf den demografischen Wandel und vor allen Dingen, das finde ich wichtig, mit Blick auf die Veränderung der Berufsbilder als Folge, brauchen wir eine Reform. Das ist die Ausgangssituation. Das Ziel muss es doch sein, 2 Dinge zusammenzubringen. Die Qualität, die Spezialisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, zu bewahren, aber gleichzeitig über die Entsäulung eine breitere Ausbildung hinzubekommen. Und das heißt drittens für uns, und das ist ja der Ansatz der Reform in dieser Ausbildung, dass wir die Vielfalt steigern. Und das wird dann, glaube ich, auch zu einer Attraktivität der einzelnen Berufsfelder führen. Und das muss ja unser Ansinn sein mit Blick auch auf die nächsten Jahrzehnte. Deshalb will ich 2, 3 Bemerkungen noch machen zu den Kritikpunkten in Anführungszeichen. Gesagt wurde von vielen Rednern schon, seit 2003 wird dieses debattiert, Einführung entsprechender Erprobungsklauseln für eine generalistische Ausbildung in den Gesetzen zur Altenpflege und Krankenpflege, diese Modellprojekte. Und wenn man die mal analysiert, die Modellprojekte, dann können Sie 3 Ergebnisse feststellen. Erstens, die Ausbildungsinhalte überschneiden sich bis zu 80-90%. Zweitens, und das halte ich für besonders wichtig, die Kompetenzsteigerung, artikuliert von den Betroffenen und von denjenigen, die sie begleitet haben, hat immens zugenommen, was ja auch klar ist. Wenn ich heute im Vergleich vielleicht zur Zeit vor 70 oder 50 Jahren in der Altenpflege tätig bin, dann muss ich doch wissen, was in der Krankenpflege passiert. Und umgekehrt, ich muss in der Krankenpflege wissen, was ist dann später möglicherweise beim Übergang, und das erleben wir ja mehr und mehr, in die Altenpflege notwendig. Und ich muss wissen und beides zusammenbringen. Ich muss also eine generalistische Basis haben, wo ich auch weiß, was derjenige, der möglicherweise als nächstes dann die Pflege übernimmt, was der weiß. Das heißt, die Kompetenzsteigerung ist zentral. Und der dritte Punkt, auch das wurde angesprochen, das heißt auch für die Betroffenen, die möglicherweise sich noch vor 20, 30 Jahren entschieden haben, ihr Leben lang in Anführungszeichen nur Altenpflege zu machen oder nur Krankenpflege zu machen oder nur Kinderkrankenpflege zu machen, dass ich auch hier Perspektiven schaffe.
Es wurde von Rednern angesprochen, dass gesagt wurde, wenn man 20, 30 Jahre in der Altenpflege arbeitet, dann ist auch mal die Fragestellung sozusagen, weil das ein schwieriger Job ist, was kann ich perspektivisch bieten? Und deswegen glaube ich, sind die Modellprojekte eine erste Analyse, dass wir sagen, darauf bauen wir auf. Denn noch einmal, es gilt auch mal zu sagen, das machen wir jetzt einfach. Wir machen es jetzt mal und wir wollen nicht noch mal 4 oder 8 Jahre darüber diskutieren. Insoweit möchte ich auch den Präsidenten des Deutschen Pflegerates, Herrn Westerfellhaus, zitieren, der ganz richtig gesagt hat, wer jetzt die Reform der Pflegeberufe auf Eis legt, der handelt im hohen Maße fahrlässig. Damit würde das Aus für eine moderne Reform der Pflegeausbildung riskiert, die wir angesichts der demografischen Entwicklung mehr denn je benötigen. Und es gibt viele weitere Kronzeugen. Wir sind ja seit Monaten bereits in der Debatte mit Caritas, mit der Diakonie. Und da kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie sagen, ja, wir unterstützen den grundsätzlichen Weg dieser Reform. Wir sagen aber auch, achtet auf die Fußnote und achtet auf den Teufel, der steckt häufig im Detail. Das haben wir uns als Große Koalition auch vorgenommen. Und Sie merken ja auch bei allen Rednern haben Sie ja gemerkt, dass wir sagen, wir werden uns mit den Kritikpunkten auseinandersetzen, insbesondere dann in der großen Anhörung und nach der großen Anhörung noch in weiteren Gesprächen. Aber da muss man auch objektiv sein. Und wir haben das Thema Kinderkrankenpflege auch hier dreimal diskutiert. Die Vorwürfe treffen in der Form, wie sie formuliert wurden, nicht zu. Noch einmal, ich will es noch einmal sagen, weil der Vorwurf ja kam, Kinderkrankenpflege wird sozusagen in der Spezialisierung nahezu komplett gestrichen. Das stimmt einfach nicht. Es wurde gesagt, wenn Sie mit dem Vertiefungsansatz und dem entsprechenden Ansatz der frei verteilbaren Stunden rechnen, kommen Sie auf eine Gesamtzahl von 1.400 Stunden bei insgesamt 2.500 Stunden. Ich glaube, das ist ein Beweis, dass die Spezialisierung weiterhin im Kern auch erhalten bleibt. Im Übrigen, jetzt leider zu spät, Verzeihung. Im Übrigen ist es so, dass heute schon 2 Drittel der gemeinsamen Ausbildung in der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege identisch sind. Deswegen darf ich zum Schluss Folgendes sagen. Wir freuen uns und erwarten jetzt eine gute und breite Debatte. Noch einmal, ich glaube, dass das eine oder andere noch mal modifiziert werden könnte. Das hat der Minister auch zugesagt. Und ich glaube, dass wir in Absprache mit dem Minister, mit der Familienministerin hier als Große Koalition das Gespräch suchen, nicht nur mit der Opposition selbstverständlich, solange die kritischen Punkte auch objektiv vorgetragen werden, sondern natürlich auch insbesondere mit den Verbänden. Und dann glaube ich, wird am Ende eine Reform stehen, für die es sich gelohnt hat, auch zu kämpfen. Insoweit jetzt eine gute Debatte. Vielen Dank.